nur Bio-Gemüse und googelt den Jojo-Effekt. Er raucht die Kippen am Balkon und steht auf Pommes und Fett. Er bleibt sonntags im Bett, sie geht joggen im Park. Sie will Parkett und Marmor, Island, Gips und Holz im Etat. Interessieren Promis und Stars, ihn RPGs und Ego-Shooter, ihre Freunde für Spaß. Ihn, seine für sie, echte Loser. Doch neben Buhler und Single-Ladies können da leider nichts machen. Die zwei halten zusammen, als wären sie füreinander geschaffen. Das sind typische Verhältnisse, aha. Typische Verhältnisse, ey ja. Typische Verhältnisse. Er und sie, schwer verliebt. Das sind typische Verhältnisse. Typische Verhältnisse, ey ja. Typische Verhältnisse. Er war nie der, der Daddys um die miesen kleinen Schreihälse beneidete. Windeln wechseln war was für Zivildienstleistende. Wollt kein Haus, kein Baum, keine Kinder, okay. Kaum ist der 30, denkt er anders. Schatz, wir sind ein Klischee. Er eigentlich trug er immer das, was im Schrank gerade oben lag. Doch dann kam sie und er mutierte zur Modenaht. Tätowieren? So ein Schmarrn. Jetzt hat er einen bunten Oberarm. Glaubt aber ganz macho-mäßig, er hätte die Hosen an. So ein Paar wie er und sie ist heute keine Seltenheit. Er macht Karriere nach seit 2 Monaten Elternzeit. Sie steht am Herd und kocht für ihn, während die Kleine schläft. Sie sind modern, progressiv und völlig zeitgemäß. Typische Verhältnisse, typische Verhältnisse, typische Verhältnisse. Sie und er, es liegt nicht mehr. Sie merkt es ganz genau, wenn er nur an das eine denkt. Er merkt in dem Moment, sie macht einen auf eingepennt. Er drückt sich an sie ran, sie dreht sich einfach weg. Ganz egal, was dann passiert, in beiden Fällen Scheißendreck. Was er für sie fühlt, kann er ihr irgendwie nicht zeigen. Er will die Bude voller Synthies, sie den Himmel voller Geigen. Drum will sie nicht mehr bleiben, hat die Schnauze richtig voll. Er merkt, wie sehr er sie vermisst und spielt irgendwas in Moll. Ciao. Aufgeklärt und für eine vorbildliche Partnerschaft, in der sie Auto fährt und er wirklich den Abwasch macht. Am Puls der Zeit emanzipiert und gleichberechtigt. Sie ist 84 und er ist 63. Die beiden tun ganz einfach das, was man als Ehepaar so macht. Doch sie nennen es eingetragene Lebenspartnerschaft. Die Leute geben sich so aufgeschlossen. Doch wenn die beiden in der U-Bahn knutschen, dann hören die nicht auf zu klotzen. Das sind Typ-Typ-Verhältnisse. Ische-Ische-Verhältnisse. Das sind Verhältnisse. Aha. Er und sie, schwer verliebt. Yeah. Typische Verhältnisse. Typische Verhältnisse. Typische Verhältnisse. Sie und er, es gibt nicht mehr. Noch ein Part. Go, oh, ich möchte fucken. Yeah. Er hört BAF, Joey Space, Scarface, Madness und Döll. Für sie ist Rap ein akustisches Silvester in Köln. Er pumpt die Tracks von das SEO, von Snagger und Pillar. Sie hört nur Xavier Naidoo und träumt vom Candlelight Dinner. Ey Alter, wenn du willst, dass deiner Freundin Rap gefällt, dann spiel ihr das hier es vor. Es ist harmlos, du merkst es ja selbst. Ganz ohne Sexismus und frauenfeindliche Texte. Und wenn's der Bitch trotzdem nicht taugt, dann hau ihr eins in die Fresse. Iris, Mann! You see the move mama boy, the man flow mega is a murderation, a worldwide operation. See?